Hallo zusammen, ich bin Nikolas und ich habe glücklicherweise neben mir den Johnny sitzen, der sich bereit erklärt hat, mir ein kleines Eröffnungscoaching zu geben. Danke dafür, Johnny. Ja, sehr gerne. Moin moin allerseits. Danke, dass ich wieder eingeladen wurde ins Chesame-Studio und da bin ich mal gespannt, was wir so aufs Brett zaubern können an Eröffnung und was wir so lernen können. Was du mir in der Praxis beibringen kannst, oh, das ging aber schnell zur Partie, das ging schnell. Gut, dann möchte ich mal das Londoner System von dir lernen. D4, Läufer F4, so viel weiß ich schon und den Rest wirst du mich mitnehmen müssen. C5. Genau. E3 machen wir jetzt hier. Okay. Damit B6, hat man da Angst vor? Nein, hat man nicht. Also ich habe einfach wieder genommen, das war völlig richtig. Ne? Natürlich C3 machen wir jetzt hier und entwickeln uns erstmal normal weiter. Springer D2. Läufer F5, Dame B3. Es gibt eine Variante, da wurde nicht auf D5 zwischengetauscht. Da spielt man dann Springer F3, aber hier das Dame B3 richtig. Dame Schach, Dame auf A4 und Dame C2. Und jetzt hat man den zurückgetrieben. Ha? Genau. Und das gibt's, diese Idee gibt es auch im Slawisch-Abtausch, wo weiß eine Dame nach B3 stellt, das ist ein bisschen angelehnt. Ja, und jetzt weiterentwickeln, Springer F3, Läufer D3, wir stellen unsere Figuren erstmal natürlich auf. Und ja, Weiß hat hier große Probleme. Schwarz hat hier große Probleme, vernünftige Felder für die Figuren zu finden. Kurze Rochade Stopp ist eine Option. Okay. Aber mir gefällt in diesem Stellungstyp immer ganz gut die Idee, direkt anzugreifen, weil unsere Figuren stehen schon quasi perfekt entwickelt. Also würde ich hier mal vorschlagen, H4 zu spielen. Mit der Idee, mit H5, H6 Schwächen zu schaffen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Springer B4, also vielleicht erstmal A3 einschieben. Aha. Und jetzt H5. Und das ist schon mal recht aktives Spiel. Es gibt hier durchaus Pläne mit Turm H3, Turm G3, aber auch grundsätzlich mit G4 zu spielen, schadet, glaube ich, nicht. Man müsste jetzt hier vielleicht berechnen, ob man schon sofort G4 spielen kann. Ja. Aber auch Springer E5. Das ist das Feld, wo man seinen Springer gerne hinstellen möchte. Ah, im Moment geht noch Springer D4. Okay. Dann würde ich vorschlagen, probieren wir mal G4. Ohne Rochade. Na, da sag mal, hau drauf. Ja, weil wir stehen zentral relativ stabil. Turm G1. E5. Er spielt E5. Ja, okay, gut. Den können wir, denke ich, ganz gut schlagen. Und ja, wenn er jetzt D4 spielt, ziehen wir vorbei mit C4 und haben das Feld E4 gewonnen für eine unserer Leitfiguren, vermutlich den Springer von D2. Oho, cool. Also, also für ihn. Turm G2. Guter Trick, aber also noch haben wir so gerade alles im Griff. Ja, ich glaube, wir stehen hier schon sehr, sehr gut. Läufer F5 ist ein Zug, den wir gleich spielen könnten. Das würde ich aber mal lange Rochade. Ich glaube, auf GF2 mit dem Springer zu nehmen wäre sehr, sehr gefährlich und auch das halte was, ich was für... Was ist hier jetzt mit Läufer F5? Also solange wir nicht matt gehen, ist, stark. Ist Läufer F5 wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Zug. Gefällt mir. Da sagt noch mal jemand, Londoner System sei langweilig, ne? Ich finde das gerade alles andere als langweilig. Mich überfordert es gerade tatsächlich ein bisschen. Die Stellung gefällt mir extrem gut. Also das ist doch aber jetzt das. Also das will gespielt werden und das geht auch. Turm G7, Dame F6. Läufer G7. Ah nee, ich wollte nicht Dame F6 machen. Erst Läufer schlägt H6. Wäre besser gewesen. Dann Dame F6 Schach. Springer G5. Springer G5. H6. Genau. Aber auch hier? Aber auch das ist. Sieht doch gut aus. Das sieht jetzt auch sehr gut aus. Das ist vielleicht sogar noch besser. Ich dachte aber, erst war eigentlich mein Plan, Läufer H6 zu spielen. Aber das sieht mindestens genauso gut aus. Okay, auf König G8 haben wir... Okay, der musste schon sein, ne? Gut, und jetzt können wir... Wir dürften jetzt erstmal auf H6 mit Schach nehmen. Und die Frage, ob wir dann noch rumkommen. Machen wir es erstmal. Okay, und dann überlegen wir. Das ist aber eine Reihenfolge, die wir euch immer an... sehr ans Herz legen können. oder Springer G5. Ja. Also das sieht mir doch. Sieht mir doch gut aus. Schwarz hat nur einen Schach, Dame schlägt B2.
Das können wir noch gerade so parieren. Mach ich mal einen Pre-Move. Pre-Move, wer weiß, vielleicht kommt jetzt die Rache. Ja. Ist natürlich mit 3 Minuten ein bisschen sehr sportlich gewesen, aber ich glaube, meine Frau sagte mal, ich soll das nicht machen, bevor die Partie wirklich vorbei ist. Aber ich glaube, der Angriff war erfolgreich. Ich würde auch sagen, das sieht zumindest ganz gut aus. Also diese Idee H4 findet man in meinem Kurs an diversen Stellen, weil häufig spielt Weiß eigentlich immer mit H3 in solchen Stellen, um dem Läufer ein Feld zu geben. Aber H4 ist eigentlich viel logischer aus meiner Sicht, weil es noch zusätzliche Angriffschancen gibt. Ich habe durchaus Affinität für solche Ideen, deswegen übertreibe ich es auch ab und zu, das gebe ich gerne zu. Natürlich nicht in der Theorie, aber dann in der Partie. Mhm. Aber man sieht ganz gut, was das alles bewirken kann. Ja, schön. Also, was ich jetzt mitnehme aus der ersten ist, erstmal gut, dieses Manöver hat mir gut gefallen, weil Läufer F5 sah jetzt erstmal sehr aktiv aus. Aber dass ich hier mit im Prinzip 3 gekonnten Damenzügen seine Figuren erstmal schlecht stellen kann, das nehme ich mir positionell mit. Und taktisch nehme ich mir mit, dass du an vielen Stellen, vielleicht jetzt nicht an der konkreten, wenn ich dich richtig verstanden, aber im Prinzip an vielen Stellen statt dem passiven H3 einen aggressiven Aufbau mit H4 wählst, ja. H5, vielleicht lange Rochade und gib ihm. Ja, genau. Gut. Ja, perfekt. Perfekt. Also vielen Dank für die Lektion. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Probiert es mal aus. Und ich lerne noch ein bisschen weiter Öffnung. Bis bald.